So, alle sind da. Dann, in dem heute ist der erste Tag und wir arbeiten mit einer Methode, das ziemlich schwer zu verdauen ist, besonders für die Anfänger. Dann ich von Anfang jetzt eine Stunde werde ich erklären das Ende. Und das Ende hat zu tun eigentlich mit Shamatha Vipassana. Sehr, sehr, sehr einfache Erklärung. Dann wir einfach üben bis zu Abend und Abend dann wir erklären weiter und in den wenigen Stunden, dass wir zusammen haben, ich werde auch versuchen zu erklären, wie es alles passt im Hintergrund von Verständnis von Yogacara. Also die Erklärung von Shamatha und Vipassana, wie es erscheint in Yogacara, ist eigentlich die Erklärung, wenn Sie in China oder Japan oder Tibet studieren. Das ist alles diese systematische Erklärungen von Meditation und von Fortschritt in der Meditation sind auf Grundlage von Yogacara. Deswegen ist es sehr wichtig, ein bisschen von dieser Philosophie zu erklären. So zum Beispiel in der tibetanischen Buddhismus, Yogacara, gibt den Übenden ein völliges Verständnis von weltlicher Realität und dann Madhyamika ist die höchste Realität. Genau das Gegenteil in Yogacara. Es gibt im Buddhismus viele, viele verschiedene Sehweisen. Und es ist unheimlich interessant, indem alle in der Tat haben Recht. Weil Geist, in dem, wie wir erklären haben, sich nicht fassen lässt. Man kann ihn auf verschiedenen Weisen und Methoden erklären. Aber im Ende kommt man eben zu diesem Geheimnis, dass der Geist gar nicht zu fassen ist. Und das ist die Übertragung in Zen. Wenn Sie es nicht wissen, Bodhidharma hat Zen in China übertragen, indem sein Schüler Hui Ke hat ihn aufgefragt. Er war sehr aufgeregt, weil wenn man viel meditiert und es ist nicht was man erlebt, ist nicht genau, was man sich vorstellt, wird man so sehr auf eine Weise sehr wach, auf andere Weise immer in Zweifel, was zu tun ist. Dann der Huike war so große Hingabe, dass er eigene Hand abgeschnitten hat und hat es dem Bodhidharma, der in Grotte in Shaolin meditiert hat, ihm gegeben. Und dann hat er aus Mitleid gefragt, was wünschst du dir? Mein Geist ist unruhig, ich möchte ihn ich möchte ihn zur Ruhe bringen. Und dann Bodhidharma hat gesagt, ich bringe sicher deinen Geist in Ruhe, wenn du mir ihn zeigst. Dann er steht da lange, 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 lange lange Zeit sagt er, ich habe versucht, den Geist zu finden, aber ich finde keinen. Dann
Der Bodhidharma hat ihm diese Zen-Lehre übertragen, so die Legende. Und genau das ist die Meditation, die wir hier finden. Und die Meditation ist eigentlich sehr einfach. Aber wenn man meditiert, werden Sie selbst sehen, dass es nicht so einfach ist. Auf jeden Fall, wenn man so meditiert, wie es hier empfohlen wird, wird man unmittelbar die Erfahrung von karmischem Bewusstsein machen können, wo eigentlich sich die Dualität, wo die Dualität zum Ausdruck bringt. Und das ist der Vorteil von Mahayana-Systemen, von Meditation. Wenn Sie sich später damit beschäftigen, werden Sie sehen, die Ähnlichkeit. Der Geist ist sehr produktiv und man kann diese Produktivität des Geistes ausnutzen, zwecks Befreiung. Aber man kann da auch, indem man in diese Produktivität des Geistes stecken bleibt, man kann sich auch, so wie viele von uns machen, man kann sich auch viel Leiden verursachen. Deswegen in dem Geist darf man nicht stecken bleiben. Und man steckt in dem Geist, indem man sich eben mit Gedanken identifiziert. Aber es ist unmöglich, nicht so zu tun. In dem karmische Bewusstsein ist unsere Erfahrung, enthält alles in unserer Erfahrung. Aber indem wir das unmittelbar sehen, sind in dem Prozess, das zu sehen, wir sozusagen kommen zu Reinigung. Und diese Reinigung ist betrachtet von Prozess von, wie ich erklärt habe, morgen, von Prozess von Unterscheiden, aber auch und nicht unterscheiden. Damit wir den Geist verstehen, wir müssen auch lernen Kunst von Unterscheiden und wir müssen auch lernen Kunst von Nicht-Unterscheiden. Die zwei Methoden, wenn sich sie sich völlig ergänzen, werden wir Meister in der Meditation. Aber es wird lange, lange Zeit dauern. Aber damit wir verstehen, was wir morgens gelernt haben, dann ich erkläre, insofern ich es kann. Ich habe nicht die Übersetzung, aber ich erkläre direkt aus dem Chinesischen, was nicht so leicht ist, weil Struktur ist ganz anderes. Dann verzeihen Sie mir, wenn ich es nicht sehr fließend ist. So, jetzt der Autor, nachdem er Praxis von den Paramis erklärt hat, eben von Praxis von Dana Parami, was geben ist, Praxis von Sila Parami, was eigentlich Disziplin ist, Disziplin von den Sinnen, dann Praxis von Kshanti Parami, von Toleranz oder wie kann man am besten übersetzen? Loslassen. Ja, Kshanti ist nicht sehr leicht zu übersetzen, aber wenn ihr einen besseren Ausdruck nicht findet, Toleranz ist okay. Alle diese Paramis, in dem so die Mahayana-Tradition, wenn wir in einer Parami Meister sind, sind wir auch Meister in den anderen Paramis. Das ist transzendentale Weisheit. Wir sind alle verbunden. Wenn wir alles aufgeben können, sind wir erleuchtet. Wenn wir uns
völlig die Sinnen disziplinieren können, sind wir erleuchtet. Wenn wir kein Übel oder Ärger in dem Geist entstehen lassen, sind wir befreit. Wenn wir keine Faulheit haben, sind wir befreit. Aber das wird lange Zeit dauern. Die Paramis, deswegen muss man sich um zeitlosige Dimension verarbeiten. Man muss auf einer Seite in der Zeit leben, auf anderer Seite die zeitlose Dimension sehr klar verstehen. Nicht als Theorie, sondern in Praxis. In der zeitlosen Dimension alles ist anderes. Groß wird klein, klein wird groß. Und in dem, egal ob es in Buddhismus ist oder in Hindu-Lehre auch, in Jainismus, in dem sie in Indien ein bisschen gelebt haben, dann diese zeitlose Dimension kommt durch Mythologie, durch diese Mythologie ist und Legenden sind natürlich Einführung in diese zeitlose Dimension. Der Ganesh, der alle Hindernisse beseitigt, der Sohn von Shiva, hat so großen Bauch und er reitet auf einem Maus, das verehrt wird als Vehikel von Ganesh. Das ist, führt uns in diese zeitlose Dimension, wo die Sachen sind ganz anderes, als wie wir sie sehen. Und eben diese zeitlose Dimension soll ohne Widerspruch auch in der Zeit sich ergeben. Die zeitlose Dimension erlebt man sozusagen in Yogacara-Tradition durch Shamatha. Wenn nicht sich bewegt, dann sind wir in zeitlose Dimension. Diese Vipassana-Dimension, Vipassana ist zu verstehen, dass diese Entstehen und Vergehen eigentlich nicht wahr sind. Nicht wahr sind, solange wir nicht in zeitlose Dimension leben können. Und das ist eben hier Bedeutung von Shamatha und Vipassana. Shamatha und Vipassana ist auch Parami. Wenn man Shamatha hat, so die Yogacara-Tradition, dann hat man verstanden, dass alles Geist ist. Weil in Versenkung gibt es keine wahre äußerliche Objekte. Man geht in mentale Körper hinein, in Dhyana. Jetzt diese Dhyana von transzendentaler Weisheit ist auch Dhyana, aber Weisheitsdhyana. Dass man direkt über diese zeitlose Dimension meditiert. Und Vipassana ist natürlich Verständnis, dass die Bilder, die unsere Welt repräsentieren, wir haben ähnliche Bilder, indem wir Menschen sind oder indem wir Menschen aus Zentraleuropa sind. Aber die Bilder sind ganz anderes, je nachdem, wie man, welche Karma man hat, welche Konzepte man hat. Die Karma natürlich schafft Konzepte. Und durch diese Konzepte wir erfahren die Welt. Das ist Grundlage von Buddhismus, diese Häuser, Autos, ich, Dhammadipa, wir existieren nur als Konzept, nicht als Realität.
als Bild, Konzept, dieses Bild des Geistes. Wenn wir Dhammadipa analysieren, dann finden wir nicht Dhammadipa, weil nichts Festes da ist. Wenn wir Wand oder Tisch analysieren, finden wir auch keinen wahren Tisch. Es ist zusammengesetzt von vielen, vielen Sachen. Hier haben wir andere Methode. Hier verstehen wir, dass diese falsche Falschheit von Sehen, von einem etwas Ständiges, kommt zum Eindruck als Transformation des Geistes. Der Geist ist nicht dualistisch, aber indem er irgendwas Existierendes innen oder außen sieht, dann wird er dualistisch. Das ist Yogacara. Sozusagen, wir leben, und was wir erleben, Yogacara-Lehre nach, Yogacara-Philosophie nach, sind Transformation des Geistes. Und indem wir Zen praktizieren, wir wollen den transformierten Geist, der alles durcheinander sieht, wieder zurück zu einem natürlichen Zustand bringen. Und dieser natürliche Zustand ist eben der Zustand von Buddha. Wir wissen nicht, was natürlich ist. Wir denken, dass wir wissen, was natürlich ist, aber wenn wir uns mehr mit Meditation beschäftigen, sehen wir, dass was wir als natürlich nehmen, ist überhaupt nicht natürlich, ist vollkommen subjektiv. Und was für mich natürlich ist, ist vollkommen unnatürlich vielleicht für anderen. Und was für andere natürlich ist, ist nicht natürlich für mich. Damit ich natürlich Zustand von Natürlichkeit von Buddha finde, muss ich Shamatha und Vipassana meditieren. Und wie? Also meditieren als Shamatha und Vipassana sind dann auch Paramis. Parami ist das, was uns zu dem anderen Ufer bringt. Andere Ufer ist Überleiden. Deswegen heißen sie Paramis. Die sind Paramis, weil sie an andere Ufer bringen, wo es kein Leiden gibt. Und damit wir zu diesem Ufer gelangen, dann benutzen wir viele, viele Hilfsmittel. Rheinland ist das bekannteste Hilfsmittel von Mahayana. Wir visualisieren uns Rheinland. Rheinland ist nichts anderes als Natur des Geistes. Und in diese Rheinland, wir sehen die Falschheit von Identifikation. Weil in dieser Reinheit, es gibt keine Identifikation. Identifikation ist vollkommen falsch. Und wie wird es hier erklärt? Wie übt man Shamatha und Vipassana Methoden? Der Text sagt, was heißt Shamatha? Und in Chinesisch Shamatha heißt J. J heißt halten. Das ist sehr wichtig hier in diesem Kontext. Wenn wir den Geist halten von seinen Fantasien, dann wird er in Ruhe. In der er immer fantasiert, und dann ist er im Zustand von Unruhe. Dann wir halten diesen Zustand von Fantasieren
von unendlicher Bilder zu erzeugen, dann sind wir in Zustand von Ruhe. Wir werden noch mehr darüber sprechen können, wenn Sie, ich werde ein bisschen erklären, dann Theorie von Shamatha in Yogacara-Tradition, in Mahayana-Tradition. Also einfach, Shamatha heißt auf Chinesisch halten. Und was heißt halten? Halten heißt, das heißt, halten alle Bilder oder Nimittas oder Zeichnen. Nimitta, ein wichtiges Wort. Das heißt auch Zeichen, das heißt auch auf Chinesisch Eigenschaften. Wir halten alle Zeichen, alle Bilder von Chinche. Chinche heißt Gochara. Gochara heißt wörtlich, wo sich der Geist Nährung nimmt. Der Geist nimmt sich Nährung, so wie Kuh nimmt sich Nährung auf der Wiese. Go ist Kuh, Chara ist gehen. Ne? So wie Kuh geht auf der Wiese, so der Geist geht in den Objekten, die er unterscheidet. Dann, wenn wir Shamatha üben, dann wir halten diesen Prozess von erzeugen Bilder im Geiste, und die Bilder sind Bilder von äußeren Objekten. Wenn wir innere Objekte erfahren, es hat zu tun mit Gedächtnis von den äußeren Erfahrungen. So die Bilder eigentlich bringen uns in Vergangenheit. Sehr wichtig zu verstehen. So, Shamatha heißt halten die Bilder von den äußeren Objekten. Dann der Geist wird sich verinnerlichen, und außer Geist dann wir sehen nichts als real. Das ist, so kommt der Geist zur Ruhe. Das heißt eigentlich Dhyana. Was heißt Dhyana? Dhyana heißt, dass man hat Kaya Viveka, Chitta Viveka, dass man die fünf Sinnen von äußeren Objekten getrennt hat, und dann, dass man den Geist durch Meditationsobjekt von Gedanken getrennt hat. Hier, dieses Meditationsobjekt ist Natur des Geistes, das ungreifbar ist. Und niemand kann diese Natur des Geistes erklären durch Worten. Und es ist über alle Prapancha, über alle Vorstellungen, die wir über diese Wahrheit haben. Einfach müssen wir da sein. Und das ist es. Diese Dasein dann erlaubt nicht, dass man an die Gedanken anhaftet. Die Gedanken kommen und gehen, aber man wird nicht anhaften, dann wird der Geist leer. Und der Geist leer ist dann wahre Objekt von Shamatha. So ist Shamatha. Und was heißt Vipassana? Vipassana heißt nach diesem Text, dass man unterscheidet die
Bedingungen und die Yin Yuan, die Ursachen und Bedingungen von Entstehung und Vergehen des Geistes. Das ist Vipassana. Also in der Tat, wenn man so macht, dann wird man die Methode von Vipassana adoptieren. Und diese zwei Methoden müssen sich ergänzen. Auf einer Seite, man haltet alle Bilder des Geistes, damit sie sich nicht weiter produzieren. Und auf andere Seite, wenn die Bilder kommen, man untersucht die Ursachen und Bedingungen, warum diese Bilder entstehen und vergehen. Nach der Abhidharma-Lehre im nördlichen Buddhismus, das ist schon in Abhidharma-Kosha, die Phänomene entstehen durch Bedingungen und Ursachen und vergehen auf natürliche Weise. Die brauchen keine Ursachen und Bedingungen zu vergehen. Weil das ist die Natur der Dinge, dass alles entsteht durch Ursachen und Bedingungen und vergeht auf natürliche Weise. Das natürlich sieht man in Meditation, nicht im täglichen Leben, wo man sich völlig mit Subjekt und Objekt identifiziert. So, wir haben diese zwei Methoden von Shamatha und Vipassana und die sollen sozusagen zu Parami. Parami heißt, dass sie uns auf andere Ufer führen. Iba, andere Ufer, ist ohne Leiden. Leiden ist verursacht durch Anhaften. Und hier in Yogacara-Sinne ist Anhaften an die Bilder des Geistes, an die Gedanken. Dann jetzt fragt der Meditierende, wie bringe ich diese zwei Methoden zusammen? Wie kann ich mich an diese zwei Methoden anpassen? Erst hat er erklärt, wie ich kann mich anpassen an Shamatha, indem ich halte die Bilder von äußeren Objekten oder lieber die Anhaften an diese Bilder. Ich verfolge sie nicht. Zweite ist, wenn die Bilder erscheinen, dann ich unterscheide die Bedingungen und Ursachen von dieser Entstehung. Und wie bringe ich sie zusammen? Das ist sehr wichtig. Wenn ich so übe, Vipassana, und untersuche die Bedingungen und Ursachen von Entstehen von den Bildern, was finde ich? Ich betrachte, so ist sehr wichtig zu verstehen, dass alles, was relativ ist, ist nicht wahr, ist illusorisch. Alles, was relativ ist, ist illusorisch, weil es gibt kein Objekt und kein Subjekt, das steht. Solche Sachen finden wir nicht. Also was relativ ist, warum halte ich an die Objekte? Indem ich denke, dass es ein wahre Ich, das die Objekte betrachtet, und indem ich glaube, dass es wahre Tisch, was ich betrachte, dann habe ich
feste Vorstellung, dass es gibt ich und es gibt dich, die sozusagen nicht im Zusammenhang entstehen, aber die können nur entstehen im Zusammenhang. Es gibt keinen Tisch ohne einen, der den Tisch betrachtet, und es gibt keinen, der betrachtet ohne Tisch. Jetzt, egal wie wir, es hängt davon ab, wie wir meditieren, wir kennen es als Prozess, gradueller Prozess, oder wir kennen es als beide entstehen in gleicher Zeit betrachten, je nach dem System von Meditation, wie man meditiert, so wird man sehen. Das ist Geheimnis des Geistes. Man wird sehen den Geist, wie man ihn sieht. Aber der Geist kann man nicht fassen. Und es gibt verschiedene Methoden von Meditation, die, indem man die Methoden folgt, wird man kommen dann zur Erkenntnis, dass der Geist lässt sich nicht fassen. Der Geist ist ein Prozess. Das ist gemeinsam. Aber welche Methode ich benutze, hängt von mir, hängt von der Tradition, hängt von verschiedenen Faktoren. So, wie komme ich also, dass ich diese zwei zusammenbringe als eine Einheit? Indem ich verstehe, dass die zwei Aspekte, sie sind nicht getrennt. Sie können sich nicht trennen. Und wie komme ich dazu? Ich komme, das hat sehr, sehr tiefe Implikation. Diese Implikation ist, dass das Wahre und das Weltliche lassen sich nicht in strengen Sinne trennen. Das wir machen immer, wir wollen das Wahre und das konventionell ist, trennen, das absolute und konventionelle trennen. Aber wenn man so meditiert, darf man nicht so machen. Absolute, wenn man das Wort benutzen kann, und konventionelle lassen sich nicht trennen. Wer ist der Trend? Ein Geist, das sich an Konzepte verlässt. Durch Konzepte sieht er selbstständige Realität in den Sachen, innen und außen. Und durch diese selbstständige Realität, was heißt Swabhava, er unterscheidet dann. Und er sieht dann wahren Subjekt und wahren Objekt, die von Anfang an nicht da waren. Aber Tisch ist immer da und Dhammadipa ist immer da. Das heißt, diese, wie wir erklärt, morgen erklärt haben, diese große Essenz hat große Funktionen, indem man sie versteht. Das Konventionelle und das Absolute kennen sie, wir können nicht trennen. Und das ist die wahre Erfahrung in der Meditation. So, man bringt sie zusammen, indem man nicht konventionelle und das wahre, diese Soheit, trennt.
so man aufgibt, anhängt, man haftet nicht mehr an das, was konventionell ist, und man haftet auch nicht an das, was Soheit ist, was wahr ist. Das ist Ziel der Meditation. Wenn man haftet an was wahr ist, dann hat man nicht Shamatha Vipassana verstanden. Wenn man haftet an Konventionalität, auch nicht. Das ist der mittlere Weg. Ohne Unterscheidung. Das heißt, die einfach erklärt, Leerheit kann nicht das Konventionelle, das Wahre verlassen. Warum nicht verlassen, werden wir langsam erklären. Vor allem, indem der Geist ist von Anfang an die wahre Realität. Den Geist kann man nicht verlassen. Und in diese wahre Realität dann wir spiegeln die Welt. Aber die Welt, so wie Spiegelung in Spiegel, ist nicht verschieden von dem Spiegel. So genau diese, was wir sehen in konventioneller Realität, ist nicht verschieden von der wahren Realität. Das ist reine Mahayana-Lehre. Und wie wir gesehen haben, Mahayana ist nichts anderes als Natur des Geistes. So, in diesem Sinne, das Falsche wird wahr, wahr wird falsch, so bald man dran haftet. Und wie haftet man ihn? Indem man die Methode von Shamatha und Vipassana zusammen übt. Und wie übt man sie zusammen? Er erklärt, erst muss man Körper isolieren. Wie isoliert man Körper? Indem man die fünf Sinnen nach innen bringt. Das heißt Kaya Viveka, Isolation des Körpers. Und was ist die Methode dafür, dass man Körper isoliert? Richtig sehen, richtig, richtige Meditations-Asana. Asana in Yoga heißt das, wo man was gemütlich ist und stira, sehr stabil ist. Man sitzt in gemütliche, stabile Position, dass die Wirbelsäule gerade ist und Körper entspannt ist. So kommt man zu, das ist Mittel zur Isolierung des Körpers, Kaya Viveka. Wenn man Körper isoliert hat, kann man Geist isolieren von allen unnützlichen Gedanken. Und man verlässt sich, da ist normalerweise, Sie haben wahrscheinlich geübt Meditation, man benutzt ein Objekt. Hier werden die Objekte, indem man sich nicht verlässt auf Atmen, man verlässt sich nicht auf irgendwelche Gestalt, als ein Kasina, man verlässt sich nicht an leere Raum, man verlässt sich nicht an die Elemente, an
Erde, Wasser, Feuer, Wind. Und man verlässt sich nicht an das, was man gesehen hat, was man gehört hat oder was man gespielt hat. Und wenn man so macht, dann alle Wahrnehmungen, man einfach nimmt nicht. Man nimmt nicht, was heißt nimmt nicht? Man versucht sie wegzuschaffen. Nicht durch Kraft, sondern durch Weisheit. Wenn keine Wahrnehmung da ist, dann es kann nicht sein, da Perversion von Wahrnehmung. Wenn keine Differenzierung da ist, dann ist keine Perversion von Differenzierung. Wenn keine Ansicht da ist, dann ist keine Perversion von Ansicht. Und Buddhismus erklärt Unwissen als drei Perversionen. Perversion von Ansicht, Perversion von Wahrnehmung und Perversion von Differenzierung. Wenn wir diese Perversionen überwunden haben, sind wir Buddhas. Aber wenn wir keine Wahrnehmung haben, dann wir haben auch keine Perversion zu überwinden. Und so haben wir Bezug zu Kontemplation von der Realität, wie sie wirklich ist. Auch in relativen Sinne und auch in höchsten Sinne, im Sinne von Soheit. So wunderbare Sache. Also man, indem man sich an nichts verlässt, dann man die Gedanken leeren sich auf natürliche Weise. Das ist die Meditation. Warum? Weil der Geist ist Aprapti, man kann ihn nicht erreichen. Indem der Geist nicht zu erreichen ist, man verlässt sich, das ist die Methode, einfach an nicht erreichen. Wahrnehmung ist da, aber es lässt sich nicht erreichen. Unterscheidung ist da, aber es lässt sich nicht erreichen. Ansicht ist da, aber es lässt sich nicht erreichen. Omitoba. Dhammadipa ist da, lässt sich nicht erreichen. Tisch ist da, aber lässt sich nicht erreichen. Wunderbare Welt. Wenn man so meditiert, ist man gleich da. Und wenn es nicht geht, dann wieder verlässt man sich an Atmen, bis der Geist sich stabilisiert hat. Und wieder versucht man in diese unausdrückbare und greifbare Realität wieder einzudringen. Das ist Zen. Deswegen dieser Text wurde so viel von den Zen-Meistern kommentiert, weil es geht direkt an Essenz von Zen. In anderen Worten, normalerweise, wenn Sie Shamatha und Vipassana üben, Sie verlassen sich als Kammatthana, als ein Meditationsobjekt. Ja? In dieser Meditation, Sie verlassen sich nicht auf Meditationsobjekt. Objekt ist der Geist selbst, der Geist. Welcher Geist, der nicht zu erreichen ist. In diesem Geist
dann kommen die Ansichten, kommen die Wahrnehmungen, kommen die Unterscheidungen, aber sie entstehen in Leerheit und vergehen in Leerheit. Und Leerheit ist die wahre Natur des Geistes. Einfach gesagt, der Text erklärt, man verlässt sich auf kein Objekt und man auch lässt nicht den Geist sich nach außen zerstreuen, indem man denkt an äußere Dinge. Sehr wichtig zu verstehen. Jetzt sehe ich euch alle, kann ich unterscheiden, aber wenn ich meditiere, ich denke nicht, dass das ist Musa, Eduard und so weiter. Aber trotzdem, sie sind da. Trotzdem, sie sind da. Damit ich sehe, dass sie da sind, muss ich besondere Aufmerksamkeit anwenden. Dann weiß ich, was Eduard ist, wie er ist, ob er lustig ist oder traurig ist und so weiter und so weiter. Aber der Buddha braucht es nicht zu machen. Er sieht einfach die Sachen, wie sie wirklich sind und spiegelt wie im Spiegel. Der Eduard ist ein Bild im Spiegel und diese Bild im Spiegel und Spiegel, der Geist sind nicht ein, aber auch nicht verschieden. So haben sie bedingte Entstehung. Das heißt, ich nach dem Text Ho Yi Xin Chu Xin, ich beseitige diese Xin, das heißt Geist durch Geist. Beseitigen Geist durch Geist. Wie beseitige ich Geist durch Geist? Indem ich studiere, dass diese Ansichten, Wahrnehmungen, Gefühle und so weiter und Unterscheidungen, die ich mache, nicht zu erreichen sind. Ich kann sie nicht erreichen. Wer sie erreicht, ist dann dieser dualistische Geist. Und dualistischer Geist ist durch Karma zustande gekommen. Was ist der Zustand von Buddha? Er lebt in den Konventionen, aber er identifiziert sich nicht mit den Konventionen. Er lebt in den Konventionen, aber nicht identifiziert sich mit den Konventionen. Wie nicht identifiziert sich mit den Konventionen? Er erreicht keine Ansichten. Er erreicht keine Wahrnehmungen, er erreicht keine Gefühle, er erreicht keine Differenzierungen, aber die Differenzierungen, die Gefühle sind doch da. Der Buddha ist kein Zombie. Aber sein Geist ist, Natur des Geistes ist nicht durch diese Differenzierungen, Wahrnehmungen und Gefühle transformiert. Das ist Yogacara. Wir sind transformiert
durch unsere Gewohnheiten etwas Festes innen und außen zu ergreifen. Aber das ist nicht die Natur des Geistes. Das ist Natur von unser Karma. Die verursacht, dass wir uns an diese Gefühle, an diese Wahrnehmungen, an diese Ansichten anhalten. Buddha haltet an sie nicht. Und das ist die Freiheit. Das heißt nicht, dass er sie ignoriert, aber identifiziert sich nicht. Keine Identifikation heißt, durch Geist den Geist beseitigen. Dann, wenn der Geist fängt an, sich zu zerstreuen, was macht er? Samasati. Was heißt Samasati in Yogacara-Tradition? Rechte, wie übersetzt man Samasati? Rechte Sati heißt Erinnerung. Eine Sammlung ist Dhyana. Achtsamkeit, ja, Achtsamkeit ist besser. Rechte Achtsamkeit. Was heißt rechte Achtsamkeit in Yogacara? Meditation. Alles ist nur Transformation des Geistes. Alles das ist nur Geist. Das ist Zen. Und der Geist, der wahre Geist hat keine Bleibe. Der Geist, das Bleibe hat, ist karmischer Geist. Und von diesem karmischen Geist entsteht die Illusion, dass etwas innen und außen wirklich wahr ist, wirklich zu greifen ist. Und dass es irgendwelche feste Eigenschaften hat, die sich nicht ändern. Aber solche Eigenschaften finden wir nicht. So, die in Yogacara heißt, rechte Achtsamkeit heißt, dass wir verstehen, dass alles ist nur Geist. So, die Yogacara Bhumi Shastra erklärt und auch andere Schriften, die mit Yogacara verbunden sind, erklärt, dass diese bloße Geist ist einfach Soheit, Tatsache, ob der Buddha da ist oder nicht. Diese Tatsache immer existiert. Genauso wie wenn wir anhaften, gibt es Leiden. Wenn wir nicht anhaften, Leiden wird geringer. Und das ist der Weg. Und Leiden wird geringer, nur indem wir allmählich Objekt, das man nicht anhaften kann, entdeckt hat, und das ist Nirvana, für nicht-dualistische Einstellung, das ist eben die Soheit. Dann, wenn wir als Objekt diese Soheit, diese Nirvana haben, dann es gibt keinen Grund, keine Ursache für Anhaften. Wir anhaften, indem wir dieses Objekt nicht vor sich haben. Und dieses Objekt ist aber überhaupt kein Objekt, in dem Sinne, wie wir es verstehen. In Sanskrit Objekt heißt Alambana. Alambana heißt etwas,
worauf wir den Geist hangen können. Nirvana ist eben Nirvana, Soheit ist eben Soheit, weil wir nicht drauf Geist hangen können, weil es nicht zu erreichen ist. Nicht zu erreichen durch Ansichten. Durch Unterscheidungen und durch Wahrnehmungen, das auf Gefühl als Wahrnehmung basiert sind. Gefühl und Wahrnehmung ist das, was den Geist zusammensetzt. Ohne Gefühl und Wahrnehmung kein Geist kommt zustande. So, also diese rechte Achtsamkeit heißt einfach, dass alles ist nur Geist, weil die äußeren Objekte einfach nicht da sind. Aber der Geist, dass dieses erlebt, hat auch überhaupt keine eigene Eigenschaften, die Objekte haben keine eigene Eigenschaften, der Geist, das die Objekte erfährt, hat auch überhaupt keine eigene Eigenschaften. Und dieser Geist, das keine eigene Eigenschaften und die Realität, das keine eigene Eigenschaften hat, in jedem Augenblick, in jedem Gedanke sind nicht zu erreichen. Wenn wir sie erreichen können, dann hangen wir Geist drauf. Ist das klar? Und das übt man in den vier Iriapatas, in den vier Stellungen des Körpers, egal ob man sitzt oder geht oder steht oder liegt. Man braucht diese rechte Achtsamkeit, um zu erfahren, dass der Geist, das die Gedanken, Differenzierungen produziert, hat die Natur von nicht erreichbare Natur. So, in dieser Weise, der Meditierende soll ganze Zeit, egal ob er steht, sitzt, geht, sitzt, er soll ein Mittel haben, damit er den Geist zu natürlichem Zustand bringt. Und für Mahayana diese bekannteste Mittel dafür ist Rheinland. Man visualisiert sich Rheinland. In diesem Rheinland alles ist nur Dharma. Und Dharma ist völlig befriedigend und gestillt. In Dharma aber gibt es auch Formen, aber diese Formen gehören Weisheit. Es gibt auch Geräusche. Diese Geräusche gehören Weisheit. Wenn man das versteht, dann wird man allmählich auch tibetanischen Buddhismus verstehen, tantrischen Buddhismus verstehen. Man kann diese Welt, indem man versteht Geistes, Geistnatur und äußere und innere Natur sind nicht zu trennen, dann man durch Weisheit sozusagen
transformiere die Welt in Rheinland. Das ist Mahayana, das ist Tantra. Und dadurch dann wird man imstande sein, was nicht gibt im ursprünglichen Buddhismus, die drei Körper zu erleben. Körper von Transformation, Körper von Glückseligkeit und Körper von Dharma. Das ist Ziel von Mahayana Praxis. Und diese Körper von Glückseligkeit, wir können nur erfahren, indem wir tief in diese Praxis eingedrungen sind, indem wir verstehen, dass diese Welt ist nur Transformation des Geistes. Und wir transformieren es in Samadhi. So, wenn wir so üben, dann allmählich dieser Zustand des Geistes, das einfach nicht erreichen in der Welt, nicht erreichen in innen, nicht erreichen in außen, einfach vollkommener Zustand, diese wird bleiben. Am Anfang wird es sehr unstabil, dann allmählich wird es bleiben. Und so wird man sich anpassen an Samadhi von Soheit. Samadhi von Soheit ist Samadhi, in dem nicht man nicht mit Identifikation verbunden werden kann. Also, der Geist macht eine Revolution. Das ist Praxis von Yogacara, Revolution des Geistes. Braucht man nicht äußere Revolution, man kann innere Revolution machen. Wie kann man innere Revolution machen? Indem man los wird von Identifikation mit den Dingen und mit Personen. Und diese Anpassung an Samadhi von Soheit dann beseitigt die Beschmutzungen des Geistes und lässt Glaube an Soheit wachsen und an Buddha-Natur der Wesen wachsen. Diese Schrift heißt Erweckung von Glaube in Mahayana. Wie erwecken wir Glaube in Mahayana? Indem wir diese Samadhi von Soheit üben. Und indem wir das machen, dann alle Zweifel gehen weg und alle Karmas werden sich erleuchten, wir haben keinen Stolz, wir haben keine Faulheit, einfach ein schönes Leben. Okay, jetzt gehen wir meditieren, haben wir genug geredet und allmählich wir kommen zur Klarheit, wenn sie sich nicht völlig in der Praxis also finden können, dann einfach meditieren Sie über Atmen. Atmen im ganzen Körper. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich diese Meditation erklärt. Sie betrachten Einatmen und Ausatmen. Aber sie konzentrieren sich nicht nur an Einatmen und Ausatmen, aber auch nach
Sie konzentrieren sich über die Zwischenperioden zwischen Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen. In dieser Periode wird dann die Aufmerksamkeit sich auf den ganzen Körper verbreiten können. Und in diesem Zustand dann ist es sehr, sehr leicht zu kommen zu dieser Abwesenheit von Gedanken und zur Kontemplation von Gedanken auf etwas, das eigentlich mir nicht gehört. Okay, versuchen wir. Wir machen zwei Sitzungen von 15 Minuten. Jetzt 5 Minuten Pause und nach 5 Minuten geht es los. Es wird erklärt, wenn man meditiert, erste Mittel ist stabile Körperlage mit Wirbelsäule gerade und entspannen, sich völlig entspannen in stabile Körperlage. Nach der Yogacara-Lehre, wir werden darüber noch reden können in der kurzen Zeit, das wir haben. In der Yogacara-Lehre kann man nur Shamatha und Vipassana verbinden. Voraussetzung ist, dass man entspannt und der Geist klar ist. Sonst kann man nicht Shamatha und Vipassana verbinden. Und Shamatha, was Shamatha ist, haben wir erklärt. Was Vipassana ist, haben wir auch erklärt. Und die zwei, wenn man kombinieren kann, dann man bleibt in Zustand von Loslassen. Und in diesem Zustand von Loslassen, wenn Gedanken kommen, man betrachtet sie als unerreichbar, nicht sich damit identifizieren, Wahrnehmungen, Gefühle, alles was kommt, ist nicht zu erreichen. So der Geist lehrt sich auf natürliche Weise. Das ist direkte Meditation. Das heißt nicht, dass man es nicht mit traditioneller Meditation verbinden kann. Aber so die großen Lehrer von Mahayana erklären, diese Methode lässt die Klarheit über diese zeitlose Dimension sehr schnell zum Ausdruck kommen. Und in diese zeitlose Dimension eigentlich sind alle Religionen zu verstehen. Alle wahre Religionen. Leider zu unserer Zeit ist dieses Prinzip nicht so klar, aber wir sollen es betonen, weil das ist, Religion ist das Beste, was die Wesen haben. Okay.